Willkommen zurück zu Napoleon's Total War mit den Napoleonic Wars Mord. Mit denen, mit der. Ah. Ja, gut. Die haben so viel Kavallerie hier reingeschickt, dass jetzt dann irgendwann doch mal Feierabend war. Für unsere Kavallerie. Aber der Kavalleriekampf läuft weiter. Also einfach so ist es noch nicht vorbei. Kampf läuft hier noch. Und was noch dazu kommt. Wir nutzen das jetzt natürlich aus, um unsere eigenen Einheiten erstmal weiter nach vorne in Position zu begeben. Weiß jetzt hier nicht, wer gerade gewinnt, aber es sieht nicht ganz so gut aus für uns. Ne, scheiße. Oh oh. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Der Kavalleriekampf wäre an uns gegangen, hätte ich die komplette Kavallerie von mir hier gehabt. Hatten wir aber leider nicht. Aber trotz allem auch die feindliche Kavallerie zieht sich hier komplett zurück. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, dass wir uns vielleicht ein bisschen mit zurückziehen oder so. Erstmal selber zurückziehen. Oder wartet mal ganz kurz. Können wir kurz angreifen? Ach, scheiße. Ach, ist das ätzend. Kurz anders aufstellen. Die haben sich wieder gesammelt. Verluste waren jetzt nicht so hoch. Jetzt müssen wir kurz aufpassen, weil die jetzt hier gleich... Nein, 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 stopp. Bin ich jetzt mit ausgewählt? Ach, die Jungs. Nee, bleibt mal dort. Ihr. Kurz auf Kartätschen wechseln. Hoffentlich erwischen wir die jetzt noch rechtzeitig. Schauen wir mal. Ich glaube, das war ein harter Treffer. Oh, da kommt aber noch mehr. Ja, also die Kartätschen haben auf alle Fälle ihr Ziel erreicht. Sehr gut. Passt, dann könnt ihr wieder zurückswitchen. Zurückswitchen. Doch nicht. Also, zu normaler Munition wechseln. Die können ich oder was? Doch, können auch. Gut. Die haben auch ganz kurz die Meinung gesagt. Ihr dürft übrigens gerne euch zurückhalten. Die haben wir auch abgewehrt. Okay. Gut. Die andere Kavallerie hingegen, die ist, glaube ich, für alle Zeiten weg. Ne, die ist da. Okay. Hat sie auch nochmal gesammelt? Ne, noch nicht. Gut. Hätte sein können. Ihr geht mir mal dorthin. Ihr geht mir mal... da so hin, das weiß ich gar nicht. Ich sehe das nicht. Überschneiden sich ein bisschen. Bisschen kürzer machen das Ganze. So. Ja gut, wie gesagt, solange die nicht komplett ausgelöscht werden, ist es erstmal egal. Das Problem ist, dass die hier erschöpft sind, alle beide. Was ich deswegen Offensive nicht empfehlen würde an der Stelle. Aber das wird nicht funktionieren, weil die kommen nicht weg. Und das wird jetzt in die Hose gehen. Das ist kacke. Da kriegen sie uns leider. Also die Russen killen meine Idee eigentlich dahinter. Ob die vielleicht von hinten angreifen können. Vielleicht klappt das ja ein bisschen. Russischen Truppen demoralisieren. Ich glaube, das klappt nicht ganz. Ne, unsere Einheiten fliehen leider doch etwas zu schnell hier. Stell dich mal bitte drüben auf, um unsere Truppen zu verteidigen. Das werden wir jetzt nicht jetzt brauchen. Wechsel kurz die Munition. Dann hoffe ich doch, dass... Ja, sehr gut. Das ist das einzige Gute. Wenn die wirklich so dumm sind und die Reichweite unserer Artillerie gehen, kriegen sie auf die Fresse. Hat bis jetzt schon öfter funktioniert. So, feindliche Kavallerie hat es auch probiert. Hat aber auch direkt die Quittung dafür bekommen. Die russischen Einheiten immer weiter Verstärkung bekommen. Yeah. Holt euch ruhig die Verstärkung. Holt sie euch ruhig, das wird euch nichts bringen. Ich glaube, die haben gar keinen Bock mehr. Very sad.
Very, very sad. So. Ihr bringt euch in Position. 123, die sind aber schon... Okay. Denken wir, das war ein Fehler, mich hier anzugreifen. Das nehme ich auch gerne an. Mhm. As expected. Was die da machen, ist mir echt wurscht. Ziehe ich mal weiter zurück. Wieder ein bisschen zurückhalten hier. Kavallerie hat sich, wie erwartet, nichts mehr gesammelt. Aber dafür kriegen wir dafür natürlich nochmal Verstärkung. Da sind sie auch schon. Was wollt ihr denn? Wenn ihr euch die Fresse geben soll, müsst ihr nur sagen. Wie so provokativ hier in meine Nähe kommen. Was sind das hier eigentlich? Die fliehen zwar, aber irgendwie traben sie eher so, als ob sie fliehen. Als ob sie keinen Bock hätten zu fliehen, aber irgendwie auch keinen Bock zu kämpfen. Vollen Schweine. Komm, mach die kurz kalt da, ey. Kannst du doch nicht mit angucken. Unsere Kavallerie dürfte jetzt kurz einen Prozess machen hier mit den Jägerja. Könnt ihr gerne mal schreiben, was das für eine Einheit eigentlich ist. Weil ich denke ja, dass die Mod sehr historisch korrekt ist. Das heißt, sie werden irgendeine Bedeutung haben oder irgendeinen Hintergrund. Die wird es auch damals gegeben haben wahrscheinlich. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die so gut oder schlecht sind, was da die Bedeutung der Jungs mal war oder ist. Auf alle Fälle sind sie tot. Das kann ich euch sagen. Ah, die Kavallerie bringt die Artillerie weg. Ja, hoppelt mal schnell hier, wa? Hoppelt mal hier schnell weg im Kreis. Was machen die denn eigentlich hier? Kann noch ein bisschen weiter vorrücken. Wo hoppeln die denn jetzt mit der Artillerie? Was sind sie denn? Da? 45? Haben ein paar Verluste erlitten auf alle Fälle. Da kommt Verstärkung. Aber auch wir kriegen Verstärkung in Form weiterer Kavallerie. Was gut ist, wenn wir unseren ersten Teil Kavallerie schon verloren, leider. Wie kann man sowas eigentlich nicht geil finden? Das sind ja auch nur virtuelle Leben, die hier drauf gehen. Keine echten Leben. Ihr stellt euch kurz so hin. Ihr erwartet jetzt keine Kavalleriebesuche mehr von der anderen Seite. Das ist General Staff, das ist irrelevant. Sir, das auch. Unser General wird angegriffen. Oh, Gabby. Gabby, was machen Sachen? Ne, alles cool. Alles cool bei Gabby. War nur ein Streifschuss. Ne, ja, die ziehen sich auch 100 Jahre noch zurück oder so, keine Ahnung. Wie können die unter Beschuss sein eigentlich hier? Da unten? Frage ich mich jetzt gerade mal. So. Ja gut. Der gute Levin August, Count von Benningsen. Ah, Count von Benningsen. Den kenne ich. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt also, jetzt nicht mehr. Benningsen war tatsächlich eine relativ große Figur damals. In den Kriegen. Aber nicht unbedingt positiv. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er mit eigentlich der Grund, warum viele Schlachten auch verloren gingen. Für die russische Seite. Taktisches Fehlverhalten, Fehleinschätzungen, zu langsames Handeln. Vor allem in der Anfangszeit. Ich glaube, später wurde es besser, aber es gibt so viele Generäle und so viele einzelne Schlachten, das alles zu wissen. Da musst du schon dich wirklich penetrant gut mit der Ära auskennen und das Ganze auch wirklich sehr studiert haben. Und sehr mögen. Ich sag mal so, wenn ihr Kampf wollt, müsst ihr nur Bescheid sagen. Ich schicke gerne meine komplette Kavallerie gegen euch in die Schlacht. Musketiere, Musketiere. Die machen einfach mal hier Square Formation. Keiner weiß warum. Was die hier vorhaben, das weiß ich auch nicht. Die gehen aber richtig close. Oh, da hat es einige. Oh, das hat richtig... Alter. Das war scheiße, was ihr gemacht habt. Die charge mal weg mit allem, was wir haben. Oder nicht ganz mit allem, was wir haben.
Alter, die Farben, die haben ja gerade um die 100 Leute schon gekillt hier. Bei Serben nur 40 verloren. Wir kommen in ein relativ stabiles Zentrum hier. Okay, wie erwartet. Das war ein bisschen zu viel, was ich hier gerade gemacht habe für die Jungs. Die ziehen sich allerdings noch nicht zurück. Was? Ach, scheiße. Das waren die Jungs, die haben leider zu viel Verlust erlitten. Ärgerlich, aber zu verkraften und zu erwarten. Dass so eine russische Einheit direkt vor dich hinstellt und dich hier wegballert, dann machst du natürlich nicht mehr viel. Nochmal Artillerie dazu, was? Lass doch mal sein mit der scheiß Artillerie jetzt, yo. Yo, Leute. Wie kann das sein, dass die euch hier, dass euch eine scheiß Infanterie jagt? Ist mal ohne Witz. Wie geht denn sowas? Nächsten Wellen von Soldaten. Weil hier in der Mitte sieht noch ganz gut aus eigentlich. Bisschen weiter vorrücken. Hier auch. Ah, die haben auch gleich keinen Bock mehr. Greifen da jetzt nochmal an. Diesmal finishen wir sie. Hoffe ich. Die haben sich gesammelt. Sieht nicht sehr gut aus, was unsere Kavallerie treibt. So, ihr seid in Position, hoffe ich, ja. Weitere Verstärkung natürlich von russischer Seite unterwegs. Schießt ihr noch? Ja. Naja, nicht ganz. Die Haubitzen schießen nicht mehr. Okay, ihr stellt euch dann hier brav auf. Dürften auch gleich eure Kanonen auspacken. Ah, sehr gut. Minimale Verluste und komplett ausgelöscht. So mag ich das. Okay, die gehen jetzt hier in Close Combat. Ah, mutig. Aber da hat die Moral für gefehlt. Sehr gut. Schon ein paar Mal aufgefallen. Die Seite, die den Angriff engaged, ist immer die Seite, die auch die höheren Verluste trägt und sich dann meistens zurückzieht. Okay. Nochmal zurückziehen. Sammeln, entspannen, relaxen, aufstellen. General ist im Anmarsch. Einfach nur ganz normale Generalstaff. Keiner weiß, was der vorhat hier. Weiß er wahrscheinlich selber noch nicht so richtig. So, die werden jetzt erstmal erschöpft sein, ja. Da müssen wir ein bisschen chillen. Okay. Gut. Das sieht erstmal alles ganz fein aus. Irgendwie schießt noch was auf uns. Ah, die haben da oben Artillerie. Ah, schau her. Ich habe nur leider nichts, um drauf zu antworten, weil komplette linke Flanke der Kavallerie ist leider davon gegangen. Dieser fetten Kavallerieschlacht, die es da am Anfang gab. Ach komm, scheiß drauf. Bleibt stehen. Russische Armee scheint mir größtenteils gebrochen. Gut, Generäle sind alle tot. Mehr oder weniger. Bis auf einige Ausnahmen. Was wir jetzt kurz machen ist, gucken, dass wir uns auf die hier noch mit fokussieren. Die stelle ich dort mit hin. Gibt es hier die letzte Schlacht wahrscheinlich. Kommt es dann nur noch auf die Kavallerie an, dass wir die Überreste wegräumen. Die jetzt hier oben alle fliegen gerade zum Beispiel. Die zum Beispiel müssen dafür sorgen, dass die sich hier auf keinen Fall mehr zurückziehen können. Und auch mal sammeln können oder so ein Blödsinn. So, wen von denen habe ich jetzt nicht den Befehl gegeben zu jagen? Weiß es nicht. Den hier scheinbar, oder? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es der hier war. Aber das Ding ist gewonnen. Das ist immerhin schon mal eine positive Sache. Die jagen komplett durch. Sehr gut. Das Ding ist gewonnen. Jetzt geht es nur noch darum,
möglichst viele Verluste zuzufügen. Tja, hast du die Kavallerie-Überlegenheit, dann hast du auch die Schlacht gewonnen. Glücklicherweise haben wir hier sehr viel Kavallerie gehabt und unsere Infanterie, ausnahmsweise bessere Infanterie mit vielen Grenadieren, mit guten Musketieren, das machen die sind zwei, das heißt, es sind auf alle Fälle keine Idioten, wobei die natürlich hier die Gardejäger am allerbesten sind. Aber sehr gut. Knapper Sieg angeblich. 800 Mann haben wir verloren, die haben 4500 verloren, das ist ein knapper Sieg, okay. Feinde getötet. Grenadiere, Kürassiere, Dragoner. 80. Boah, ich höre, Artillerie ist so ineffizient, ne? Artillerie ist so ineffizient. Verluste, die meisten Verluste erlitten waren hier, haben die Musketiere, das waren die Jungs, die direkt hier auf die Fresse bekommen haben. Am Anfang. Ja, lief ganz gut trotz allem. Das können wir nicht, Sir. Das können wir nicht. Wir löschen euch jetzt aus. Alle beide. So, ihr geht wieder nach Norden. Ihr regeneriert euch noch ganz kurz und dann schauen wir, dass wir hier eine Gegenoffensive starten langfristig. Ja, da würde ich mit zwei Armeen kurz gucken, wo wir da lang müssen. Okay, direkt dort am Weg sogar. Die Armee ist hier erstmal ganz fresh sogar. Kriegt Verstärkung. Und zwar drei. Ah, viel Artillerie. Drei, sechs. Sechs Jungs können mit hin. Wir geben euch natürlich gute Einheiten mit. Logischerweise. So, vier Artillerie, vier Kavallerie, der Rest Infanterie. Hoffe ich mal, das passt und macht sich dann später positiv bezahlt. Ja, meine Affen könnt ihr euch nicht snacken, ha? Ihr Ratten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die noch brauchen, um sich zu heilen, aber... Verbessert man damit eigentlich auch die Regeneration? Admirals become available for recruitment at a moderate rate. Neue Forschungen. Ja, denke mal, das sollte ganz... Das sollte in Ordnung gehen, hoffe ich. Genau, nächste Runde nach Olmütz. Da ist ja noch eine Armee hier. Ja, wer ist denn das? Ja, Armee. Ferdinand von Österreich, oder? Euer Lordschaft. Wie ihr wünscht. Ja, sieht okay aus. Nicht so überdramatisch. Müssen wir mal gucken. Zu dem Rest meiner Agenten. Du warst doch noch irgendwo unterwegs hier. Ja, kommt in zwei Runden an. Wohin wollte ich mit dir? Nach Russland, ne? Auf nach Russland. Und du latscht mal ein bisschen weiter hier so. Schau mal. Hatte ich den nicht schon vorbeigeschickt? Path blocked. War der nicht schon mal weiter? Also Frankreich mit sehr vielen Truppen in München. Sehr besorgniserregend. Die müssen jetzt natürlich trotzdem erstmal ihre Truppen neu rekrutieren. Das ist ein Ding, was uns vielleicht ein bisschen Zeit geben könnte. Hopefully. Für unsere Wiederaufrüstung. Und Offensive. Ancillary Gain plus 5 Chance of Assassination. Warte mal ganz kurz, bevor du da reingehst. Drei Runden. Weiß ja nicht, ob der... Oh, nee doch. Ah, bleibt bei drei Runden. Trotz fünf Gentlemans, die es hier unterstützen. Ich weiß auch nicht, ob das gecapped ist irgendwie. Dass man sagt, okay, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Aber wir haben eh nur eine... Also wir haben ja nicht mehr Schulen, deswegen kannst du da nicht viel mehr machen gerade. So, dann Olmütz. Kurz mal Kapitulation. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hervorragend. Die haben sich wirklich ergeben. Vollidioten. Hä, deswegen muss man die Stadt nicht kaputt machen. Gut, wichtig. Richtig und wichtig. Die Armee. Ich weiß nicht. Die brauchen wir noch ein bisschen eigentlich. Na gut, weiß ich wirklich auch nicht. Da unten ist noch eine Armee. Ja, da kommen jetzt dann gleich drei Armeen angelatscht. Ich sehe das schon. Deswegen schicken wir die Jungs auf alle Fälle mit runter zur Verstärkung. Ganz blöd ist der Krabbe auch nicht.
Das Ding wird geplündert. Okay, Lemberg ist komplett unverteidigt. Und wird ebenfalls von uns besetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wäre denn jemand jetzt mal zu Peace Talks bereit? So, Österreich. Ich habe euch, habt ihr Österreich an zwei Provinzen abgenommen. Frieden anbieten. Dafür hätte ich gerne 2000 Gold. Okay. Wäre es einfach nur mit Frieden? Na gut. Ich habe es euch angeboten. Very friendly. Bündnis. Oldenburg. Aha. Machen wir uns, holen wir uns doch mal die ganzen deutschen Staaten ins Boot. Dänemark, weiß ich nicht, ob die sich das an. Doch auch, okay. Unsere Siege haben scheinbar Eindruck hinterlassen. Nein, aber kein Frieden möglich aktuell mit den bestehenden Nationen. Nein. Nein, okay. Da gibt es quasi nichts. Ihr geht schon mal weiter dorthin. Na komm, die nächsten russischen Truppen, ey, ich könnte kotzen. Westpreußische Dragoner. Das ist einfach Reservemusketiere. Aber andere Wahl habe ich ja nicht. Weil doch die Gardejäger könnte man noch rekrutieren, aber. Gut, wird Jahre dauern. Aber schön ist trotzdem ein paar Verbündete zu haben. Auf dem Papier. In der Praxis bringen sie uns leider nichts. Okay, jetzt könnte man hier nach Russland. Wir sind ja mit allen im Krieg. Das ist schön, das ist ja wirklich Total War. Wir sind mit allen im Krieg, das heißt, wir können rein theoretisch jeden angreifen, wir können rein theoretisch überall hingehen. Was ich jetzt natürlich nicht gut finde. Aber es ist halt einfach so. Den habe ich jetzt vergessen zu bewegen, aber dann macht er seinen Job eh automatisch. Mal gucken, was halt die Franzosen mit ihren Truppen machen, die in München stationiert sind. Das Rodzhiskaja Imperium, ja, die Russen. Osmanen, weiß ich nicht, was die so treiben. Ich finde, mal kurz gucken, wer eigentlich noch sonst noch alles im Krieg ist untereinander. Trotz in Hannover haben wir immerhin das Ding fertig. Wenn ich was Neues rekrutieren soll, Achso. Das sieht jetzt besser aus, die werden auf alle Fälle schneller regeneriert, das ist schon mal gut. Also das glaube ich zumindest, also ich täusche mich jetzt hier. Die sind auf alle Fälle mal voll. So, das ist das, was ich vermutet habe. Das ist ein Bitch-Move hier von den Österreichern schon wieder. Da müssen wir natürlich drauf reagieren. Der würde jetzt erstmal die Truppen verstärken. Und dann mal gucken, was die vorhaben. Ihr kümmert euch kurz um die. Ah, okay, gut. Okay, gut, das habe ich nicht gesehen. Das speichern wir jetzt einmal ganz kurz. Und will ich an der Stelle sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Die haben uns einen Hinterhalt gestellt. Das sind Arschlöcher. Na gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao.